Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute machen wir zusammen meinen Flammkuchen à la Kochshow. Der ist nämlich aus Hefeteig und so kann ich euch quasi die ganzen kleinen Helferchen von Pemperchef super gut veranschaulichen und zeigen, warum die so klasse sind und warum jetzt Hefeteig ausrollen kein Problem mehr ist. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Also für einen Flammkuchen benötigen wir einmal 95 Gramm Wasser, dann einen halben Teelöffel Zucker, 10 Gramm frischer Hefe. Dann benötigen wir 200 Gramm Mehl, Typ 550. Da würde ich auch 550 verwenden, denn der sorgt dafür, dass unser Hefeteig schön fluffig ist. Außerdem benötigen wir noch 1,5 Esslöffel Olivenöl. Da benutze ich das ganz naturbelassene Olivenöl von Naiolio. Und dann außerdem noch einen halben Teelöffel Salz. Als erstes fügen wir Wasser, Zucker und unseren Hefewürfel in den Mixtopf, wie immer, für 4 Minuten 37 Grad, Stufe 2. Und jetzt geben wir alle restlichen Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze auf der Teigknetstufe für ungefähr 3-4 Minuten verkneten. Schaut einfach von oben rein, bis sich der Teig schön vom Rand löst. Und wenn nicht, gibt ihr noch ein bisschen Mehl dazu. Aber eigentlich ist das ein ziemlich fester Teig, der funktioniert eigentlich ganz gut ohne Nachmehlen. Und jetzt bemehlen wir unsere Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl, formen den Teig zu einer schönen runden Kugel. Dann tue ich das Ganze bei mir in die Nixe, bemehle die und bemehle den Teig, unsere Teigkugel noch ein bisschen von oben. Mache den Deckel drauf und lasse es wie immer hinten auf der Fensterbank so lange aufgehen, bis er sich einfach verdoppelt hat. Wer den Zauberstein jetzt zum ersten Mal benutzt, wer noch keine Patina-Schicht hat, der pinselt das Ganze jetzt mit ein bisschen Sonnenblumenöl ein. Und dann tun wir unseren Hefeteig einfach drauf, nehmen unseren tollen Teigroller, denn der ist von der Struktur nicht ganz, also glatt, wenn man drüber geht, spürt man, dass der so ein bisschen rau ist. Und das ist der Grund, weshalb wir den Hefeteig völlig problemlos ausrollen können. Das heißt, wir haben die eine Hand frei, können mit der anderen Hand quasi rollen und ziehen quasi den Teig dahin, wo wir ihn haben wollen und schwenken einfach ganz locker drüber. Das funktioniert echt problemlos. Schaut einfach zu. Ich zeige eigentlich immer gerne die klassische Variante. Die habe ich ja auch schon auf meinem Channel gezeigt, quasi mit einfach frischem Schmand, Salz und Pfeffer abwürzen. Und dann tun wir da ein paar Speckwürfel drauf, geben dann noch ein paar Frühlingszwiebel drüber, reiben den Käse mit unserem Rye-Cooker-Reibe, die zeige ich euch jetzt auch gleich. Und dann natürlich noch ein paar Zwiebelchen drauf. Und da empfehle ich auch immer die roten Zwiebeln zu nehmen, denn die schmecken nochmal ein bisschen leckerer, ein bisschen aromatischer. Und so ein bisschen milder auch im Geschmack, finde ich.
Und jetzt wandert der Flammkuchen in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 15 Minuten. Schaut einfach, wie euer Backofen ist und passt da die Zeit einfach an. Und wie immer in der untersten Schubleiste und auf unserem Küchenrost. Aber am Handumdrehen haben wir so einen leckeren Flammkuchen gezaubert. Das ist auch echt immer so mein absoluter Notfallplan, wenn ich gar keine Ahnung habe, was ich zu essen machen soll. Denn die Zutaten habe ich eigentlich auch immer zu Hause. Also alles für den Hefeteig ist da und den Belag habe ich meistens auch. Also frischen Schmand und sowas kaufe ich eigentlich auch immer ein, dass ich eigentlich immer so einen Becher zu Hause habe. Und nochmal so als Varianten, ihr könnt es natürlich auch austauschen, den Speck zum Beispiel einfach durch Räucherlachs. Das schmeckt auch super lecker, wenn man den einfach so drüber zupft und den Rest genauso weiter drauf macht. Ist auch super lecker. Und außerdem habe ich auch schon letztes Jahr, habe ich euch einen mit Feta und Paprika gezeigt. Das ist auch super, super lecker. Schaut da einfach mal auf meinem Channel vorbei. Und ich würde sagen, ich schreibe euch wie immer alle Helferlines, die ich benutzt habe, unten in meine Infobox rein. Der Katalog ist sowieso verlinkt, das Rezept findet ihr auf meiner Homepage. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn wieder Crystal Time ist. Also bis dann. Tschüss.